Okay, Leute, jetzt fangen wir mal am Spawn an mit dem reichsten Clan wirklich auf ganz Griefer Games, wo ich früher niemals gedacht hätte, dass der wirklich so reich wird. So, Leute, jetzt ist gerade hier kein Clan, das ist natürlich ein bisschen belastend, aber wir gehen jetzt hier mal rum. Ihr seht hier überall schon DEA, das ist in meinen Augen der reichste Clan insgesamt, weil die haben hier ein Spawn-Plot, hier direkt wieder mit Beacons drum und dran. Zweites Spawnplot, nee, das ist so, das sind sogar zwei Spawnplots, Leute. Hier auch wieder alles mit Beacons gepflastert. Das ist natürlich, nee, das sind drei Spawnplots, oder? Eins, zwei, zwei Merch, ja, zwei Merch. Dürfte. Oder drei, ich habe keine Ahnung. Eins, das gehört auch wieder der DEA, Leute, ihr seht schon. Also die sind schon ganz schön heftig im Business dabei. Hier auch wieder mit dem Bedrock-Rand. Also Leute, die sind schon heftig. Die haben hier überall Spawnplots. Ich verstehe immer noch nicht, warum der da steht. Weil der ist einfach abgrundtief festlich, finde ich. Diesen Dings. Hier auch wieder gehört, dass der DA. Also die haben schon wirklich viele Spawnplots, ja. So Leute, das ist jetzt aber noch nicht mal das Highlight. Wir gehen jetzt mal PH. Dieser eine 3 mit 3 i wird er, glaube ich, geschrieben. Das ist jetzt, ja gut, das hier ist jetzt sein erstes Plot, Leute. Ja, das ist das Spawn-Plot. So, das zweite. Jetzt hat er hier natürlich einen Plot. Der Rand ist wieder von Lord Varus bearbeitet. Und das ist das Plot, was 12 Millionen wert ist. Das gehört insgesamt auch der DA, Leute. Ey, das ist schon ganz schön heftig, was sie hier aufgebaut haben. Wir können jetzt nochmal ganz kurz zum Eingang gehen. Auf jeden Fall hat Lord Varus hier ordentlich was gemacht. Ich glaube, der hatte dafür einen Merch-Gutschein sich gekauft, weil du damals halt noch nicht selber so großes was merchen konntest. Und ja, hier drüben ist bestimmt ihren ganzen Kistenlager. Und wie gesagt, Leute, das gehört auch alles ja die EA, wie ihr sehen könnt. Schönen Spawn gemacht. Das ist aber noch nicht alles, Leute. Jetzt gehen wir erstmal zur Clan-Region von der DA. Da müssen wir erstmal per Golden Hand. Natürlich gehen wir jetzt nicht zum Gold-Clan, Leute, weil der spielt nicht mehr so aktiv, wie ich mitbekommen habe. Golden Hand. Ach, YouTube. Habe ich vergessen. 4, glaube ich, war es. Nee, das ist aber auch in der Gold-Clan-Motte. Ich muss erstmal gucken, wo es lang geht, Leute. 2. Hä? Und das ist der 1. Ach, die 1 ist es jetzt. Der hat sein altes Plot anscheinend geklärt. Okay. Jetzt laufen wir mal in diese Richtung, Leute. Ihr seht schon, hier ist ein bisschen was mit Beacons. Da drüben stand auch mal mein altes Gas. Also ich war mal im Gold-Clan. Aber hier ist mittlerweile keiner mehr aktiv, finde ich. Und deswegen lohnt es sich auch nicht mehr in diesen Clan reinzugehen. Nach meiner Meinung. So, wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen in diese Richtung. Und zwar hat der Gold-Clan nämlich Stress mit der DA. Weil wir in der gleichen Clan-Region wie die sind ungefähr. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Clan-Region und da vorne seht ihr schon wieder überall Beacons. Also die sind schon ein ganz schön reicher Clan, Leute. Die haben eine eigene Region, die haben so viele Spawnplots, die haben Plot, was 12 Millionen wert ist, haben bestimmt noch irgendwelche anderen Dinge, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Hier direkt wieder ein Portal rein. Wem gehört denn das Ganze? Ah ja, Erik, nee, den lobe ich nicht, den mache ich sowieso, ne. Erik de Ville, Alter, ey. Den habe ich bei mir als Blocked-User. So. Hier ist natürlich die Clan-Region von der DA. Ich weiß nicht, ob das gerade noch aktuell ist. Hier, weil hier anscheinend keiner mehr so richtig baut. Aber es ist halt ganz schön heftig, was die auch wieder an Beacons und so haben. Ihr seht schon, Leute. Es gibt schon Clans, die sind reich. Und dann gibt es halt wieder die DA. Die sagt sich, wir kaufen alle Spawnplots auf City Build 5. Und dann ist damit gut. Es gibt natürlich auch bestimmt noch irgendwelche Duplizierer-Clans, aber die nehmen wir einfach mal in diese Wertung nicht mit rein, würde ich jetzt mal sagen. Ender-Clan. Ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Video dazu gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.